Hallo ihr Lieben, so begrüße ich immer alle im Studio. Ihr kennt mich noch gar nicht, oder? Okay, ihr kennt Leila, aber nicht Alinda. Also, ich erzähle mal ein bisschen was von mir selbst. Ich bin im echten Leben, ich wollte gerade 21 sagen, bin ich nicht, noch nicht. Ich bin 20. Ich werde sehr oft als türkische junge Frau gecastet, was ich auch toll finde. Ich liebe die türkische Kultur. Mein Vater ist auch in der Türkei aufgewachsen tatsächlich. Aber ich bin nicht wirklich eine Türkin, sondern ich bin Armenierin. Das wissen viele gar nicht. Meine Mutter ist im Irak aufgewachsen, mein Vater in der Türkei. Aber ursprünglich kommen sie unabhängig voneinander aus Armenien. Kurzer Fun Fact. Und Türkisch kann ich sprechen, weil mein Vater uns das beigebracht hat im Hause. Und so bin ich auch mit der türkischen Sprache aufgewachsen. Würde auch gerne Arabisch können, kann ich aber nicht. Aber ne, ist ja noch genug Zeit im Leben. Ich bin in Köln aufgewachsen und habe eigentlich immer nur laute Autos und Bahnen, Züge und Läden und Shops und Menschen immer um mich herum gehabt. Was ich eigentlich voll spannend finde, weil hier in Lüneburg ist es ein bisschen anders, beziehungsweise ich wohne auch in der Stadt, aber hier ist viel mehr Ruhe. Das tut einem auch mal gut, finde ich. Auch wenn ich laute Menschen liebe. Das macht immer Duksch. Ich bin Bremen-Fan. Ja, ich habe Sport auch ein bisschen für mich selbst entdeckt, oder beziehungsweise ich will es mehr für mich selbst entdecken. Das Tanzen auch ernster nehmen, ein bisschen Fitness. Ich erzähle euch mal ein bisschen was zu Leila. Leila ist eine starke, selbstständige, zielstrebige, ehrgeizige junge Frau, die vielleicht oft ihre Nachrichten oder ihre Messages ein bisschen falsch formuliert, aber eben trotzdem ihren Punkt rüberbringt. Und so habe ich auch Leila kennengelernt. Und ich freue mich, die Rolle zu spielen.